Herzlich willkommen zu unseren X-Tipp-Spieltagstipps. Heute mit Kerim Eken vom FC Süderelbe und wir tippen den 18. Spieltag der Oberliga Hamburg. Kerim, du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr schön, los geht's. Erste Partie SC Viktoria gegen den Maindorf SV. Genau, SC Viktoria Hamburg, da spielt ein Kollege von mir, Marcel Rodriguez. Gegen Maindorf haben wir auch schon gewonnen, deutlich 5-0. Ich denke mal, Viktoria Hamburg macht das mit 3-0 und Rodriguez knipst. Mit der Hacke? Ich hoffe, ne? Dafür ist er gut. Nächste Partie, Buxtehude gegen den SV Rungbergen. Buxtehude hat sich ja auch wieder schon eingekriegt, ich denke mal, aber Rungbergen macht das trotzdem 2-1. 2-1 für Rungbergen. Also 1-2 dann, genau. 1-2, genau. SV Kuslak Neuengamme gegen Niendorfer TSV. Das wird ein Unentschieden, 1-1. 1-1, okay. FC Tütkier gegen den SV Lurup. Ja, Lurup, Tabellenletzter. Gegen Türkei haben wir letzte Woche gespielt, habe ich gesehen, was für Qualitäten die haben. Ich denke mal, Türkei macht das 7-0. 7-0, die funktionieren ja auch als Mannschaft besser. Wer macht die Tore? Della Cuesta knipst zweimal auf jeden Fall. Und also in dem Spiel ist eigentlich egal, wer knipst, oder? Okay, machen wir weiter. Nächste Partie SC Condor gegen den USC Paloma. Genau, das wird ein 2-0 für Condor und Flores trifft auf jeden Fall einmal. Okay, also Carlos Flores trifft gegen den USC Paloma. Nächste Partie TuS Dassendorf gegen VfL Pinneberg. TuS Dassendorf 3-0 und Artu trifft. Welcher? Der Stürmer. Betula Artu trifft genau. Gegen VfL Pinneberg. TuS Dassendorf gewinnt. SV Halzenbeck-Relling gegen TSV Buchholz. Ich denke, das wird ein 0-0. 0-0. Langweilig, aber gibt es auch mal im Fußball. Altona 93 gegen BU, das Traditionsderby. Ganz cooles Spiel. Genau, Altona hat ja schon mal gegen BU gespielt. Jetzt da im Pokal habe ich ja auch zugeguckt. Ich denke mal, BU macht das wieder 2-0. Trotz des Aufwärtstrends von Altona? Ja, BU macht das. Derby hat auch seine eigenen Gesetze, das weißt du. Ich weiß, aber ich bleibe bei meinem Tipp. 2-0? Ja, also 0-2. Torschützen? Kolchanowski, mit dem habe ich auch zusammen gespielt. Ich denke, er ist in guter Form, er macht auch noch ein Ding. Mhm. Alles klar. Dann zur letzten Partie. Kerim Eken gegen seinen Ex-Club bei Concordia am B-Kamp. Cordi gegen den FC Süderelbe. Cordi, da habe ich ja gespielt und bisher der beste Aufsteiger und eine starke Truppe. Aber wir sind auch gerade in Form, wir sind 6 Spiele ungeschlagen und ich denke, wir machen das 2-1 auf jeden Fall. Wer trifft? Tüter trifft auf jeden Fall. Tolga. Tüter gut in Form und noch einer? Lassen wir uns überraschen. Okay, und bei Cordi? Bei Cordi wird das wahrscheinlich Bambur sein, ne? Ja, Benny Bambur ganz oben. Dann sind wir gespannt auf die Tipps von Kerim Eken und blicken auf den 18. Spieltag der Oberliga Hamburg.